Wir stehen hier bei Reserve, dem Premium-Hersteller für Laufräder aller Art, zusammen mit dem Alex. Er wird uns ein bisschen was zu dem aktuellen Aero-Laufradsatz erzählen von Reserve. Alex, was gibt es denn für Highlights für die Zuschauer? Genau, also wir haben hier den 5263 Laufradsatz. Das ist unser Aero-Laufrad von Reserve. Eigentlich auch eines der ersten Entwicklungsprojekte zwischen Reserve und Cervelo. Die haben letztes Jahr das S5 neu entwickelt, zusammen eben halt mit Reserve, diesen Laufradsatz auch in Kombination dazu. Hier geht es einfach darum, eben halt Seitenwinde möglichst gut in den Griff zu bekommen. Dementsprechend wurde hier die Turbulent Aero-Technologie eingebaut. Okay. Turbulent Aero bezeichnet eigentlich eben halt dieses ganze Windgekabbel, was da einfach auf der Straße unterwegs ist. Ja. Reserve hat extra einen Motorroller gebaut, wo sie eben halt vorne Messfühler dran haben, um wirklich Real-Life-Windbedingungen zu testen und nicht nur sterile Daten zu sammeln im Windkanal. Diese ganzen Erkenntnisse sind eben halt in die Felgenform und hiermit eingeflossen quasi, um eben halt ein Laufrad zu entwickeln, was eben gerade bei Seitenwind eben nicht so anfällig ist. Genau, wir haben hier im Vorderrad eine 52 mm hohe Felge, ja. Im Hinterrad eine 63 mm hohe Felge. Die Felgen bauen relativ breit innen, also vorne 25 mm und hinten 24,5, sodass man im 30er Reifen eine wirklich sehr, sehr schöne Reifenform erzielt, die wirklich auch bündig abschließt mit dem Felgenrand, was in Sachen Aerodynamik eigentlich so das Optimum darstellt. Ja. Gewichtstechnisch liegen wir wahrscheinlich so um die 1500-600 Gramm? Genau, es kommt immer so ein bisschen auf die Nabenspezifikation an. Natürlich. Wir bieten die mit DT-Naben an, fängt bei den 350ern an, 240, 180er und die 180er sind dann knapp bei 1450 Gramm, sodass wir eigentlich ein schön leichtes Laufrad haben, was trotz der Felgenhöhe eben ja, in einem Gewichtsbereich mitspielt, der dann auch im Berg noch ein bisschen Spaß macht. Jetzt stehen wir hier mit dem nächsten Laufradsatz. Das ist etwas Besonderes, denn es ist ein Aluminium-Laufradsatz. Kürzlich erst gelauncht, ich glaube jetzt im Juni. Genau. Ja, erzähl uns was dazu, weil für mich Reserve eigentlich immer Carbon-Laufräder darstellt. Jetzt aber mal in Alu-Version. Genau, jetzt in Alu-Version. Wir wollten natürlich eben auch preissensitivere Kunden natürlich auch mit Reserve beglücken, sag ich mal so. Dementsprechend kam dann der Wunsch eben nach stabilen, vernünftigen Aluminiumfelgen auf. Das 30 SL Laufrad hat dann eben halt eine relativ stabile Aluminiumfelge, wiegt 1840 Gramm mit einer DT 350er Narbe drin. 28 Loch? 28 Loch, genau. Also das ist eben halt für Trailriding gedacht quasi. 30er Maulweite, kommt auch mit den Filmorventilen und für 699 Euro, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtpaket. Plus Lifetime Warranty bei der Felge. Das wäre meine Frage gewesen. Also ihr gebt auch auf diese Felgen Lifetime Warranty. Also alle Reserve-Produkte in unserem Portfolio sind mit Lifetime Warranty versehen. Okay, sehr interessant. Standardmäßig kommt der Laufradsatz mit den 350er Narben. Genau, der 30 SL kommt mit den 350er Narben. Und ich sag mal, beim 30 HD, der als Enduro-Version gedacht ist, den gibt es noch mit Industry 9 Narben, auch für den gleichen Preis. Ah, okay, interessant. So, genug gesprochen über Laufräder. Der Alex hat schon jetzt mehrfach die Filmorventile von Reserve erwähnt. Alex, was kannst du uns noch dazu sagen? Ich sehe jetzt auf jeden Fall schon mal ein ziemlich langes Ventil. Das kannte ich persönlich gar nicht. Ich kenne nur die normal lang für Mountainbike. Ich weiß nicht, 50 wahrscheinlich, 50 mm? Genau, also wir haben die Reserve Filmor Ventile in verschiedenen Längen, natürlich eben für die unterschiedlichen Felgenhöhen, auch so, dass wir den Roadbereich abdecken können. Geht los bei 50 mm, 70 und die 90, die du in den Händen hältst. Der Clou bei den Ventilen ist eigentlich so, dass wir eben ein spezielles System haben, was dafür sorgt, dass eben der Ventilkern nicht verklebt, die Milch da nicht backen bleibt. Wir haben dreimal höheren Luftdurchfluss als im Vergleich zu einem normalen Sclavaron-Ventil, sodass du auch die Möglichkeit hast, die Milch im Prinzip hier durchs Ventil einzufüllen, plus eben halt mit dem Tire-Booster auch eben deinen Reifen schön in die Felge zu bekommen. Okay, sehr cool. Ja, und vor allem die 90 mm Variante, die eignet sich ja dann auch für Aero-Felgen, genau, also für sehr hohe. Genau, im Rennradbereich Felgen. Ist Tubeless natürlich jetzt auch angesagt. Dafür haben wir dann, wie gesagt, auch die richtige Länge am Start. Und man kann eben halt den Luftdruck auch ganz easy regulieren, indem man eben halt oben auf die Kappe drücken kann, indem man die halt ein bisschen löst. Und auch wie bei allen anderen Reserve-Produkten auch Lifetime Warranty auf die Ventile. Okay, sehr interessant. Dann danke ich dir, Alex, jo, für den ganzen Input zu den Ventilen. Und sage ciao.